Zur 25. Jubiläumsauflage des Mercedes-Benz Junior Cups gaben im Glaspalast wieder große nationale und internationale U19-Mannschaften ihre Visitenkarte ab. Die Bedeutung des Junior Cups für die jungen Talente ist immens. In der deutschen Weltmeistermannschaft in Rio de Janeiro standen mit Manuel Neuer, Sami Khedira, Mesut Özil, Benedikt Höwedes und Christoph Kramer fünf Spieler, die schon in Sindelfingen dabei waren. Ich glaube, dass es schon einfach Tradition hat. Es ist ja nicht umsonst, dass es schon das 25. Mal jetzt stattfindet. Dieser Mercedes-Benz Junior Cup ist was Aufregendes für die jungen Burschen. Jeder möchte dabei sein. Es können nur 8 Mannschaften dabei sein. Und am Ende des Tages sehen wir hier Stars von morgen. Na, Jugend, da fängt es an. Ja, und es macht immer Spaß, um sich zu messen mit den Jugendlichen international gesehen. Und von daraus ist es eine super Möglichkeit, um deine Qualität zu zeigen in so einem Turnier, wie das hier in der Glaspalast ist. Es ist top organisiert. Es sind die besten Mannschaften hier aus Deutschland und aus Europa. Und es macht einfach Spaß, vor so einer Atmosphäre zu spielen. Extrem hoher Stellenwert, national und international. Das hat Gründe, weil das Turnier immer wieder gespickt ist mit nationalen und internationalen Spitzenmannschaften. Immer wieder volle Hütte. Große Medienpräsenz. Das Ganze direkt am Anfang des Jahres. Die Zuschauer sind fußballhungrig. Also hier passt einfach alles zusammen. Insgesamt 87 Teilnehmer wurden Nationalspieler ihres Landes. 21 Ex-Junior-Cup-Spieler landeten in der deutschen Nationalmannschaft. Du hast hier weniger Spieler. Du spielst 6 gegen 6 und die Wege zu den jeweiligen Toren sind viel, viel kürzer. Von daher wirst du hier weniger One-Touch-Fußball sehen. Hier wird mit mehr Kontakten gespielt. Es ist ein kleinerer Raum, dann bist du technisch noch mehr gefragt. Und ja, du musst dich auch hier gegen die Konkurrenz musst du dich durchsetzen. Und das ist immer gefragt. Ein gewisses Selbstvertrauen, mit Sicherheit eine gewisse Eigendynamik, einen unglaublichen Willen und natürlich eine gewisse Kreativität. Der Fußballnachwuchs genießt sichtlich die einzigartige Atmosphäre des Glaspalastes. Die Zuschauer hier, die machen die Stimmung. Das ist was ganz Besonderes mit Gänsehautgefühl. Es macht natürlich Spaß, was so eine Halle zu spielen. Jetzt, wenn man die Fans gerade hört, das ist Motivation pur. Also man genießt die Stimmung. Es pusht einen umso mehr im Spiel, wenn die Leute mitmachen und anfeuern. Die Atmosphäre hier ist schon mal sehr lehrreich für die meisten, die vielleicht schon nicht vor so einer Kulisse gespielt haben. Aber ich glaube, die Jungs sind mittlerweile ja, einfach auch eine andere Generation, lernen viel, viel mehr damit umzugehen als wir damals. Und ich glaube, für die ist das heutzutage gar kein Problem. Das sind insgesamt die Strukturen, die man vor 10, 15 Jahren im DFB und mit den Vereinen gemacht hat, angefangen von der Jugendförderung, mit den Talentsichttagen, mit den ganzen Koordinatoren, mit den Stützpunkten, mit den Internaten und natürlich dann auch mit den Auswahlmannschaften haben wir sehr, sehr gute Struktur, die über Jahre hinweg dafür garantiert, dass wir gute Spieler entwickeln. Ich habe das damals schon empfunden, dass wir auch eine super Ausbildung genossen haben beim VfB, aber ich glaube, mittlerweile haben viele Vereine danach gezogen. Es gibt die Elite-Schulen, die jeder Bundesligist haben muss. Die Jungs werden super ausgebildet. Also für mich immens wichtig ist eben, dass der Trainer sehr viel mit einem kommuniziert, eben Tipps gibt, was dir eben in der Weiterentwicklung eben helfen kann und dass man eben immer an sich arbeiten kann und dass eben das Vertrauen vom Verein gegeben ist. Da sieht man, wie die auch technisch sind, wie die auch taktisch auch ausgebildet sind und das ist auch sehr gut für deutschen Fußball. Sieger des prestigeträchtigen Turniers wurde vor ausverkauftem Hause mit 5000 Zuschauern das Team von Manchester United durch ein 4:2 nach 9-Meter-Schießen gegen den VfB Stuttgart. Die Engländer hatten in diesem 9-Meter-Schießen den Rückhalt des portugiesischen Torhütertalents Joel Pereira. Er hielt 3 von 5 9-Metern. Ich bin sehr stolz auf die Jungs und sehr glücklich über den Sieg. Das ist so wichtig für unsere Zukunft und die von Manchester United. Es ist einfach großartig. Das ist eines der besten Turniere überhaupt. Und wir haben es endlich nach 3 Jahren, an denen wir hier teilnehmen, geschafft, das Finale zu erreichen und zu gewinnen. Das macht mich extrem stolz.